Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Happy Wars bei eurem Brocken. So, dann hoffen wir mal, dass wir ein paar Gegner finden, die wir zermetzeln können. Wir haben gleich den ersten gefunden, den man nicht mal aussprechen kann, der irgendwelche Symbole in seinem Namen hatte, die ich nicht verwenden kann. Los, komm, 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 ich brauche doch nur noch vier weitere Spieler. Gib mir vier weitere Spieler, Mann. Ah, ich freue mich schon, ich sehe gerade, es ist jetzt Dienstag, der 2. August, 10 Uhr morgens. Und es regnet bei mir mal wieder, es ist so richtig tolles Wetter draußen. Ja, ich könnte mich richtig freuen, ich muss nämlich noch zur Arbeit nachher. Um 1 fange ich an, muss dann los. Ja. Ich hoffe, bis dahin hört der Regen auf. Ich habe echt keinen Bock, muss ich euch ganz ehrlich sagen, irgendwie draußen nass zu werden oder so. Oh, gib mir jetzt einen zweiten Spieler. Nee, den letzten. Ich will doch nur noch einen Spieler, damit ich loslegen kann hier. Also auf jeden Fall haben wir einen Russen dabei. Das wird schon mal vielversprechend, würde ich sagen. Wenn wir einen Russen dabei haben, könnte die ganze Szene echt eskalieren. Die sind ja meistens ziemlich hart, was das, oh, ist er weg. Ah, fertig, perfekt. So, jetzt starten wir bitte. Ah, oh, da ist wieder der Russ. Ja, jetzt kannst du auch wieder abbauen, Junge. Ich finde das immer so lustig. Die kommen rein so, ja, ich habe jetzt irgendwie 10 Sekunden gewartet in der Lobby, habe keinen Bock drauf. Gehen raus, melden sich wieder neu an, kommen dann wieder in die gleiche Lobby rein. So, entweder müssen die sich dann so denken, so, schon wieder? Oder denke ich, ah, es hat ja doch geklappt irgendwie. Ja, ja, bekomme ich jetzt hier mal ein tolles Level. Irgendein Level, was ich noch nicht hatte am besten. Oder irgendwie eine gute Kombination oder ein gutes Team, das wir einfach nur noch durchwaschen brauchen. Ah, okay. Das Level kennen wir doch. Fangen wir mal an hier. Das ist unfair. Warum können die da mal durchlaufen? Da wisst ihr, Leute, das ist doch unfair, weißt du? Die können immer da durchrennen, ich kann das nicht. Ey, guck mal, wie schnell die das Ding aufbauen. Ich darf wahrscheinlich nicht. Ah! Ich habe gleich noch was geschenkt bekommen mit dem ersten Schlag. Erster und letzter Schlag gemacht und das Ding war aufgebaut und direkt Level 2 gepusht. Herrlich. So fängt ein guter Morgen an. Obwohl ein guter Morgen fängt so an, reingehen, Bladestorm sind. Oh, ich mag euch jetzt schon nicht. Ich glaube, ich mache mehr Bladestorm als alle anderen Spiele. Ja, aber Bladestorm ist gut. Ja, außer man stirbt, dann ist sie vielleicht nicht so cool. Ah, wir haben schon E2 Basen, das macht das Ganze natürlich wesentlich angenehmer. Ja, so gut ist der Russe anscheinend doch nicht. Er flüchtet aber. Ja, Junge, was will er denn? Zack, hier, wir können ihn gleich mal verspotten. Wir werden jetzt mal so gucken, so oft wie möglich unseren Bladestorm zünden. Oh, 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 oh. So, jetzt fangen wir hier an. Ey, Junge, was willst du denn? Wir sind einfach schneller, Jungs. Lass es. So.
So, dritten Turm aufgebaut und ab in die Base rein. Geht ja schon mal schnell, muss ich ja sagen. Alter Schwede, Junge, was ist er denn für ein Rambo? Das war doch der Krieger, Alter. Ich brauche unbedingt auch einen Krieger mit zwei Schwertern, ohne Witz. Ja, auch gleich verspotten. Immer mit dem schönen gleichen Spruch schön verspotten. Ja, jetzt haben die echt die Arschkarte gezogen. Weil jetzt kommen wir an hier und machen das ganze Tor kaputt. Oh, 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 oh. Bisschen zurück, hä? Ey, die haben wieder einen Turm, Leute, ne? Das ist hier schon. Welchen Turm haben die denn? Den vor unserer Basis jetzt? Ich hätte eigentlich... Ah, die haben den Mittelpunkt. Okay. Gucken wir mal, ob wir da den alleine zurückerobern. Joa, sollten wir hinkriegen, oder? Schnell alleine hier aufbauen. Ah, da kommt noch einer. Oh, bam, Junge, erstaunlich Brocken. Dreimal Türme gebaut. Ja, ne? So läuft das, Leute. Jetzt haben wir sie wenigstens da, wo wir sie haben wollen, durchgehend in ihrer... Ah, in ihrer scheiß Basis. Zack, und weiter geht's. Natürlich wollen die am liebsten die Türme wieder kaputt machen, aber egal was sie versuchen, die haben jetzt, die haben eh verloren, spätestens in 5 Minuten sind die eh weg. Ich komme da rein, Leute, ich komme da mit aller Gewalt durch, seid euch sicher. Da die Dinger ja, soweit ich ja auch Mittel gekriegt habe, unendlich Munition haben, ist es für die jetzt natürlich ziemlich simpel, sich zu verteidigen, ne? Einziger Nachteil ist, die guten Herren und Damen, die kommen da jetzt einfach nicht mehr aus ihrer Burg raus. Zumindest werden sie es sich zweimal überlegen, rauszukommen, wenn wir alle hier stehen. Wann können wir denn diesen Rambock bauen, ey? Ist doch shit, ey. Ich will doch nur diesen scheiß Rambock irgendwie da haben, damit wir damit zwei, dreimal jetzt durchfahren, gegenfahren können und reinkommen in die Burg. Wir haben so einen echt tollen Spawnpunkt gewählt hier. So, wir werden direkt wieder geboren und haben direkt die MGs und alles gegen uns. Komme ich da natürlich wieder nicht rein, ey. Aber egal, wir kommen da hundertprozentig gewalttätig rein, ey. Ihr könnt mich mal, ey. Fantastisch, Brocken erreicht wieder Level 5. Ja, da war ich ja schon zweimal jetzt irgendwie als Auszeichnung sozusagen zu sehen. Einmal, dass ich schon 3 Türme gebaut habe und dass ich Level 5 erreicht habe. Man kann echt nicht sagen, dass ich schlecht spiele. Das kann man mir jetzt diesmal echt nicht vorwerfen.
Ey, einer von unseren Leuten ist da drinne. Oh, lol. Blade Storm, Air Target. Ja, jetzt haben sie richtig Probleme. Weil lange hält das Tor bei denen jetzt nicht mehr. Und dann sind wir da. Ratake, Junge, jetzt wird hier gemetzelt, Alter. Ja, erstmal die Gegner platt machen. Oh. Wie wir einfach sich alle wegmähen hier. Nächster Down. Und jetzt ganz schnell das Ding hier abbauen. Ey, da könnt ihr machen, was ihr wollt, Leute. Ihr habt nur den Spawnpunkt in der Base noch, ey. Und euer letzter Torb, der euch sozusagen in der Borg noch spawnen lässt und euch das Leben rettet. Er ist auch gleich futsch. Also vor Ablauf der Zeit, Leute, sage ich euch, haben wir die besiegt. Ja, schön, schieß doch. Einfach sein eigenes Leben opfern, um den Sieg zu erhaschen. So, und los geht's, wieder rein. Ey, kommt, Leute, ich will wenigstens einmal richtig gewinnen, nicht, dass wir die Zeit auslaufen lassen. Er wird wohl doch wieder darauf hinauslaufen, dass die Zeit abläuft. Ah, schade, Mann, ey. Ja, jetzt, oh, Mann. Der hatte extra so einen Hammer mal 2 oder so. Probieren wir es jetzt nochmal. Kommt, Leute, ey. Lasst einmal einen richtigen Sieg machen, indem wir hier wirklich... Ey, ihr habt doch eh verloren. Lasst uns dieses Ding jetzt kaputt hauen. Ich mag die gerade nicht. Das sollten die aber wissen. Ja, so macht man das halt dann doch wieder. Am Ende läuft die Zeit ab und man gewinnt halt einfach. Jo, so ist das. Da können wir nichts gegen machen. Trotzdem ein super Spiel gewesen. Nette Runde, viel Spaß gehabt. So muss das sein. Anders geht es doch schon fast gar nicht mehr. So. Ist man wieder schön aufgestiegen. Oder kann ich jetzt schon mal die Geschenke auspacken? Und Aufstieg auf Level 6 schon mal. Was? Chance auf Gegenstände verbessert? Was? Es ist jetzt wahrscheinlicher, dass du Level 1 auf Level 2. Du kannst mehr Gegenstände anlegen. Aha, aber das glaube ich nicht. Neue Story verfügbar. Spiele die Story jetzt im Einzelspielermodus weiter. Im Ligarang gestiegen. Neuling. Yeah. Einmal die Lobby verlassen. Kommt mal zurück. Zurück. Nee, will ich nicht. Nö. Ich will hier Kleidung und Power-Ups, Klassen und Rüstungen, Krieger 3. Und dann wollte ich mal gucken. Ich weiß, bin gerade echt nicht auf dem Laufenden. Ah, wir können ihn tragen. Geil. Richtig krass. Ja, dann ziehen wir den doch jetzt an hier. Endlich haben wir den Helm. Müssen wir jetzt hier anhaben. Jetzt speichert er das. Ja. Nice. Haben wir es doch noch geschafft, Leute. Endlich unseren Samurai-Helm anzuziehen.
Nice. Ja, Leute, dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen bei der Folge Happy Wars und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei der nächsten Folge Happy Wars. Bis dahin, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bin raus.